So, dann wieder hallo und herzlich zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe von Need for Speed am Bau und hier im Volume 8 Update. Wir haben uns schon das erste Auto hier angeschaut, den Porsche 959S, der reingekommen ist. Jetzt schauen wir uns das zweite Fahrzeug an, nämlich den Lotus Evija oder wie auch immer das Ding ausgesprochen wird. Der Wagen ist der kostenlose Teil dieser Update, also für den Wagen müsst ihr keinen Cent ausgeben, den könnt ihr ganz normal im Speedpass kostenlos spielen, samt seinen wunderbaren drei Bodykits. Und der hat auch noch, ich sag mal, zwei Special-Varianten. Einerseits die Criterion Edition, die könnt ihr auch kostenlos freispielen, die ist auch im Speedpass ganz normal freispielbar. Und dann haben wir eben noch hier die Speeders Edition, eins der beiden Hero Cars auf dem Hero Shot, eben das Cover Art, der natürlich angelehnt ist natürlich an den Pagani 200 Cinque aus Need for Speed Hot Pursuit im Update. Der ist dann kostenpflichtig, den müsst ihr euch, kriegt ihr nur mit dem Premium Speed Pass, aber ihr habt eben wunderschöne, gewissermaßen drei Versionen, die wir hier im Rahmen der Volume 8 von diesem Wagen bekommen. Und ja, wir wollen auch gleich mal in der Open World auch mal schauen, was der Wagen so kann, weil die Jungs und Mädels von Gedanken Games sagen selber, es könnte das neue Meta-Auto sein, das neue stärkste Auto im Spiel, weil seit Payback ist es der Regera. Der ist unschlagbar, was seinen Topspeed und auch seine Beschleunigung angeht. Dadurch, dass er ja kein direktes Getriebe, sondern nur diesen einen Gang hat, ist das Ding einfach komplett wild. Ist aber im Vergleich zum Evija nur Hybrid. Und der Kollege hier ist komplett Elektropower. Und wenn ich jetzt mal auf Werte umschalten drücke, sagt er 2011 PS und 1700 Newtonmeter liegen hier an. Der Wagen schon einfach Stock auf der 400-Plus-Wertung. Ja, und er hat auch aktuell eine eigene Multiplayer-PvP-Playlist, wo er gegen den Regera antritt. Das sind jetzt beides eben, ja, die beiden Nemesis-Fahrzeuge gewissermaßen, die auch ein Drag-Rennen und so nirgendwo antreten dürfen, aber aufeinander gegenseitig losgelassen werden. Also er könnte das neueste, schnellste Auto in Need for Speed sein. Und ja, wir wollen uns natürlich einmal gucken, was kann man mit dem schnellsten Auto von Need for Speed bauen, denn so tunen. Und wir gehen erstmal natürlich in die Leistungssachen. Wir sehen direkt hier erstmal hinter mir, Motor swapped gibt es gar nicht mehr. Was wir auch sehen, dass ich heute ein bisschen durchsichtig bin. Kleines Loch im Bauch, ja, ist auch nicht verkehrt. Ich sitze hier auch entspannt auf Tabletten, weil man merkt, Gamescom war eine gute Idee. Gestern Abend habe ich euch gemeint, ich bin leicht erkältet. Das hat sich über die Nacht dann zu, ich bin ganz schön im Arsch geändert, aber ich hatte jetzt Bock, mir den Evija anzugucken und deswegen machen wir das und ich habe heute noch bis Level 65 gespielt. Here we go. Weil Leute auch gemeint haben, wie ich das mache, ich spiele halt einfach. Und im Premium Speedpass gibt es ab und an einen XP-Boost, die ballert man da noch rein, spielt halt die Playlist, die XP-Boost gibt und jalla rein da. Man muss sagen, die Hoppus-U-Playlist ballert aber so hart rein, macht so viel Spaß, dass es sich nicht wie ein Grind angefühlt hat, deswegen vollkommen fein. So, auf jeden Fall. Ja, der Motor können wir nichts machen, wir können noch Sachen weg. Wir gucken mal. Wir sehen natürlich hier, die ganzen Motorkomponenten sind natürlich, ich blende mich mal gerade aus, natürlich E-Auto passend, ne, so wie auch schon beim Taycan, wo wir das ja so gesehen haben. Batteriekühlung können wir nicht ändern. Steuergate können wir nicht ändern. Ich vermute, Leistung wird dieser Wagen bleiben, wo er ist. Ich denke mal, die 2000 PS müssen wir leider belassen. Wir können natürlich noch ein stärkeres Überladen-Kit reinpacken, ein bisschen Nitro-Kit gewissermaßen. Und wir können natürlich auch das Handling noch optimieren. Wir können den Wagen also noch mehr zum 100% Grip-Thema packen. Dass der leistungstechnisch nichts mehr geht, sind wir mal ehrlich, ich glaube, das war uns allen bewusst, 2011 PS ist, ist es schon das leistungsstärkste Auto im Spiel? Ich vermute ja, ne? Oder haben wir irgendwas mehr? Ich bin mir gar nicht so sicher. Driftreifen gehen, also ihr könnt in der Drift Pro Playlist nutzen, wenn ihr wirklich richtig Bock habt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. 415 km/h Topspeed stehen ja auch aktuell. Das wäre ja wild. Okay, das werden wir gleich mal ausprobieren, weil an Bound und über 400 km/h fahren, Vista ist eigentlich nur gemoddet möglich, weil wir haben ja auch den Bugatti Veyron drin, Chiron drin und der Boy, der kann das auch nicht. Der kann auch eigentlich nicht über 400 fahren hier im Spiel, sondern eben auch nur per Modding und deswegen gucken wir gerade, warte, wollen wir mal kurz gucken, was steht in meinem Bugatti in den Eckdaten. Das würde mich jetzt mal gerade kurz hier interessieren. Wir gehen mal ganz kurz auf die Bewertung und der Bugatti hat auch 418 stehen, die er nicht fahren kann. Schön wäre es, aber die sind aktiv nicht möglich. Wir gucken mal, ob er hier vielleicht über 400 kann, aber ich vermute auch, dass da auch die Limitierung reinkriegen wird. So, Leistungstechnisch haben wir ihn jetzt vollkommen dahin geschossen, wo es geht. Maximum, mehr ist nicht drin. 2,8 Sekunden, 0 auf 97, also 0 auf 100 knapp, 4 auf 50 km/h und den 400 Meter Sprint in 9,4 Sekunden. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir diesen wunderbaren Wagen so tun können. Auspuffsound ist natürlich ausgegraut, weil Elektrofahrzeug, das fällt natürlich in dem Fall flach. Wir haben, ihr seht, drei wunderbare Bodykits von Criterion Games. Und bevor wir hier loslegen, gucken wir noch. Trotzdem einen wilden Klang, muss ich sagen. Gucken wir mal, wie tief wir ihn kriegen. Oh, schon mal, ist schon ganz cool eigentlich. Das sind die Außenspiegel da unten, ne? Ich glaube, was unten sind die Spiegel, die da so rausstechen, weil da sind nämlich Kameras drin und der Boy hat nämlich in, ja, dafür Displays. Der hat keine richtigen Kameras mehr, keine richtigen Spiegel mehr. Kameras hat er sehr wohl. So, gut, wir gehen mal durch um dieses wunderbare, schöne KSZ. Wir fangen mal mit der Stoßstange an. Was haben wir denn so? Ich habe mir die Bodykits nämlich extra im Speedpass noch nicht angeguckt, damit ich nicht gespoilert werde. Wir haben eine sehr cleane Stoßstange, finde ich sehr gut. Bisschen mehr Motorsporty und noch ein bisschen extremer. Ist alles recht clean gehalten, vor allem das hier ist sehr clean, vor allem weil es alles sehr schön in Wagenfarbe ist.
sind dann alles schön abgewandelt. Die Originalstoßstange ist halt einfach schon auch sehr schön gestaltet, muss man einfach sagen. Ja, die ist natürlich auch schon optisch sehr, sehr gut. Wir nehmen mal die hier, weil da finde ich vor allem diese Einkerbung in der Mitte der Stoßstange, dass sie nochmal so ein bisschen reinwandert, ganz cool. Die nehmen wir mal. So, Motorhaube. Beziehungsweise Kofferraum, was auch immer. Also, ja, ist schwierig. Wir haben original ja nur diese, ich sag mal, seitlichen geschwungenen Einlässe, die schwebt ja so gewissermaßen, ihr seht es ja. Das können wir ein bisschen abändern, noch einen weiteren Einlass oben reinpacken oder diesen, aber der ist hier schick. Weil da der Steg, ihr seht ja auch nur ein Steg ist und nicht durchgängig bis da unten. Das ist ganz geil, das machen wir mal. Das finde ich ganz geil. Scheinwerfer können wir nichts abändern. Dann eine Frontlippe können wir noch montieren. Die Stoßstange, okay, hat sich nochmal deutlich. Der Steg in der Mitte wird da dann rausgenommen gewissermaßen, wenn man sich entscheidet. Ich hätte da gerne nochmal eine dicke Lippe drunter, aber bin ich ehrlich? Ich hätte da gerne nochmal eine dicke Lippe drunter, bin ich ehrlich. Machen wir gerne mal. Wie sehen die denn mit den anderen Stoßstangen aus? Haben wir da auch nochmal große Abwandlungen? Weil die Stoßstange ist schon sehr clean. Also da haben sie diesmal auf jeden Fall so einen leichten Taste für entwickelt, weil beim 959 hatten wir auch so eine Stoßstange, die einfach komplett glatt geleckt war. Was aber cool ist. Ich muss sagen, ich finde es ja optisch gar nicht mehr so schlecht, aber fällt mir gerade mal nur so auf. So, haben wir ein Whitebody-Kit, haben wir einen Breitbau, wir haben einen Breitbau und sogar, also wir haben einen Breitbau mit einem anderen Detail, aber der ist sehr, sehr sexy. Die Stoßstange passt sich natürlich wieder Need for Speed typisch an und der wirklich einfach, die Fahrzeuglinie wird einfach erweitert, was ich sehr, sehr clean finde. Und dann haben wir eben nochmal eine zweite Version mit diesen schönen Einlässen drauf, die aber auch geil platziert sind, weil sie sehr gut der Kotflügelform sich angepasst haben. Wir nehmen mal das zweite. Aber so ein Evita im Breitbauen, das hat schon was, ne? Brauchen wir nicht über diskutieren. Das ist schon geil. Das macht schon was her, oder? Da können wir nicht diskutieren. So, Außenspiegel. Die sind einklappbar. Ach, krass. Oh, Junge, okay. Die können also einklappen. Wir können sie also ganz entfernen. Oder wir können wieder sagen, scheiß auf das, was Lotus entwickelt hat. Kack auf Aerodynamik. Wir packen die Kameras da oben hin oder bauen den Spiegel einfach an andere Position. Das ist interessant, dass wir das machen dürfen. Ich klappe den Spiegel aber einfach ein. Wir nehmen ihn einfach ganz weg. Sehen wir innen einfach gar nichts. Innen ist das Display einfach schwarz. Geil. So, gut. Dann Whitebody-Kit hinten. Oh, hinten haben wir sogar drei Versionen. Okay, na, gucken wir mal. Oh, okay, diese Finnen sind geil. Ich habe die Hoffnung, dass sie mit einem Spoiler zusammenarbeiten, aber diese Finnen sind mal richtig sexy. Dann haben wir das einfach nur in breiter, also ist auf jeden Fall alles breiter. Und dann haben wir noch eine dritte Version, die einfach auch noch, wo ist denn jetzt wirklich zwischen der zweiten und der dritten? Anderer Schweller. Aber diese Finnen, boah, die Design, erinnert sich da? Ne, da haben wir den Durchlass, haben wir die ganze Zeit so. Aber die Finnen gefallen mir sehr gut. Wir nehmen die Finnen, vor allem auch bei den Finnen der Schweller ganz cool ist. Also wie beim 959 ist der Schweller schon Teil des Bodykits, ne? Ja, der Schweller ist hier Teil der Kotflügellinie. Den kann man nicht gesondert wechseln. Dann gehen wir doch mal auf den Spoiler. Haben wir einen, der sich daran anpasst? Wo ist der Unterschied zwischen denen, den ich gerade gewählt habe und denen? Ah, okay, das ist wie so ein Duck. Oh, okay, die verlängerte. Ui. Das ist aber auch eine geile Linienführung, ne? Das ist auch eine geile Linienführung. Ich hatte jetzt auf einen Spoiler gehofft, der, ich sag mal, so ein bisschen sich an den Seitenfinnen anpasst. Aber der ist auch schick. Aber die Frittentheke, dieser Swan Neck. Boah, der sieht aber auch. Oh, das ist gut, das gibt aber eine geile Linie, ne? Das ist wirklich, als würdest du hier ein Racecar rausbauen. Richtig geil, das gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir natürlich den ganzen Standardkram, den ihr sonst so kennt. Hier noch einen schönen kleinen Ducktail. Auch den Flügel hier. Also das ist jetzt hier das Standardzeug. Aber, also diese Finnen werden nicht zu einem Spoiler gemacht. Das ist eine fatale Chance ein bisschen. Aber die anderen Kotflügel sehen da mit dem Spoiler auch ganz cool aus, ne? Ja, aber das ist, ja doch, die Linienführung ist schon gut. Ich mag diese Finne, finde ich schon. Die fühle ich schon ein bisschen sehr. Finde ich sehr gut. So, Rückleuchten können wir nur theoretisch tönen, wenn wir wollen. Na, da gibt es keinen anderen. Aber ist auch schon sehr futuristisch. Ich meine, also sind wir ehrlich, bei der Form würden mir auch Ideen wegfallen. Weil sobald du diese Rückleuchten änderst, hast du das große Problem, dass du diese ganze Seitenlinie ändern musst. Weil ihr seht, diese Durchführung, dieses Luftloch, das kommt hier hinten meine Rückleuchte wieder raus. Also wenn du das änderst, die Rückleuchte komplett ändern, musst du das komplette Seitenteil ändern. Ich kann schon verstehen, warum man dann da die Pfoten weglässt. Okay, Heckschutzstangen haben wir keine andere. Warum man sie dann auswählen kann, ist mir dann ein bisschen Rätsel, aber gut. Aber ich wüsste auch jetzt nicht, wo da die Stoßstange explizit anfängt, weil das ist ja ein Teil. Also ist ja eine große Form gewissermaßen, aber na gut. So, dann ändern wir zumindest Kennzeichen mal. Was nehmen wir denn? Overboost passt natürlich leider nicht. Wir fahren ja keinen wirklichen Turbolader. Dementsprechend ist es vielleicht ein bisschen out of place. Wir packen ein japanisches Plate drauf. Ich finde, japanische Plates sind immer auf Auto- und Sportwagen cool. Wenn Autos in Japan gefahren werden, sind sie direkt cooler. Muss man einfach ganz klar sagen. Das ist einfach so. Text bearbeiten. Ihr wisst natürlich, was drauf kommt. So, here we go. Wunderschön. Das haben wir. Diffusor können wir machen. Ich wollte auch gerade nach dem Auspuff suchen, aber mir gerade selbst aufgefallen, dass es eine dumme Idee ist. Okay. Da ist noch ein bisschen Möglichkeiten. Ich muss sagen, die beiden hier, die passen halt perfekt in die Form rein. Das nehmen wir.
Das nehmen wir. Also das Tuning ist nicht, das Flashlight nicht so sehr wie beim 959, aber im Detail ist es trotzdem geil, weil man baut ja trotzdem eine fette Kiste. Ich bin selber jetzt halt nicht der größte Fan von dem Ding. Ich finde ihn optisch sehr cool, aber ich bin halt kein, mich holen halt Hypercars nicht ab. Hypercars, ich finde sie nice to have, aber es ist keine Fahrzeugklasse, die mich irgendwie abholt, weil ich damit halt selber 0,0 Bezugspunkte haben werde jemals in meinem Leben. Und irgendwie, die gibt mir das nicht so viel. Ich bin halt eher so, gib mir noch eine Civic und ich bin happy damit. So wie es ist. Ich bin da ein bisschen entspannter. Gut, so, das war's, glaube ich, auch mit den Teilen, die wir soweit machen können. Heißt, wir gehen jetzt nochmal auf die Felgen. Und gucken mal, dass wir da noch irgendwas Schönes machen. Vermutlich ist alles, was daneben schwerer. Hier werden die 3 SDN sogar gar nicht so schlecht, die neuen, die wir haben. Die sind hier sogar relativ nice. Die passen hier ganz gut. Dann haben wir hier natürlich ein paar neue Infinity-Felgen. Die kamen ja auch mit rein. Weil hier ist Three-Spoke, ne? Three-Spoke-Felgen. Ja, das ist eine gute Wahl. Da haben die Entwickler ein gutes Gefühl entwickelt. Die Rotifan passen hier nicht so gut drauf. Wir hätten, glaube ich, noch andere Satzfelgen, oder? Ja, hier sind so ganz viele andere LED-Turbofan, den ganzen Kladderadatsch. Ja, da kann man sich auch noch wunderschön austoben aktuell. Da wäre natürlich einfach so ein Turbofan vorne, hätte ich aber schon gefühlt. Jetzt mittlerweile die Auswahl. Ich merke jetzt gerade, ich bin jetzt lange nicht mehr durchgegangen. Meine Fresse, ist hier viel drin. Aber so eine klassische Turbofan auf der Vorderachse. Einfach mit einem normalen Muster vielleicht jetzt nicht komplett overkill, weil ich würde den jetzt einfach gerne mal clean halten. Haben wir auch einen normalen Turbofan? Wir haben... Echt schwierig, ne? Ich glaube, ich packe Felgen drauf. Es ist mittlerweile echt schwierig, einfach einen clean Turbo... Ja, es ist, wir packen eine Felge drauf. Was machen wir? Was färbt... RackVS. Rackmeister hier? Das wäre aber auch ziemlich nur auf 15, wenn ich das wieder machen würde, ne? Hier Rackfelgen drauf. Wir können die 3 SDM draufpacken. Komm, die sind neu. Die passen ja auch, finde ich, ganz gut zu. Wir machen die 3 SDM drauf. Machen die schön 3 SDM mal hier drauf. So sieht es doch gut aus. Das macht doch was her. Schön mit dem Stretchy-Matchy-Reifen, ne? Wie ihr es gewohnt seid bei mir. Ich muss sagen, die Lotus-Bremssätze sind geil aus. Sind schwarz in diesem gelben Schriftzug. Das hat schon Vibe. Das ist schon clean. Das ist schon sehr clean. So, das haben wir. Wunderschön. Dann bearbeiten wir natürlich noch einmal den Reifen. Here we go. Geht die Felge theoretisch noch ein Mühe größer oder ist das Maximum? Weil er könnte, glaube ich, noch einen Felgengrößen. Ne, 22 zu R, das ist auch schon echt viel. Okay. Aber es sieht gut aus. Also optisch finde ich ihn jetzt erstmal sehr annehmlich, sag ich mal so. Gut, wir gucken mal, ob die Community hierfür schon Sachen gemacht hat. Die Sache ist, die Vermutung ist natürlich noch geringer als schon beim 959, weil der Wagen halt noch mehr Level benötigt. Und ich glaube, die meisten erstmal 959. Ich glaube auch, der 959 ist für die meisten der interessantere Wagen, vermute ich. Also für mich ist der 959 der interessante Wagen. Ich finde ihn, wie gesagt, auch super cool, aber wie gesagt, ich habe ja gemeint, ich bin halt nicht so der Hypercar-Mensch. Deswegen, das ist so das Main-Ding. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Jetzt mal lädt. Schon mal gar nicht so schlecht eigentlich, so eine Recaro-Livery. Ja. Speedhunter, das ist natürlich, der Schriftzug ist natürlich, wirkt nur so, in allen anderen Blickwinkeln geht er halt komplett lost in diesem riesen Luftloch, den der Wagen da hat. Diese riesen Aerodynamik-Panel, was da verbaut ist. Ah, sogar aus Grid Autosport, die Anlehnung, habe ich direkt gesehen. Da gibt es den Wagen nämlich auch, den Evita. Und es gibt wieder keine. Ist okay, wir lackieren den Wagen wieder selber, obwohl ich ihn gerade in weiß sehr geil finde. Aber wir könnten ihn einfach nur weiß machen. So, also ein Hochglanzweiß, weil aktuell ist er, glaube ich... Ja, wir machen ihn mal Hochglanzweiß. Das passt gut zu den Felgen. Wir machen es einfach mal so. So, das machen wir. Jetzt gucken wir natürlich wegen Fahreffekten und vielleicht noch, ob das Luftfahrwerk noch was macht. Das wäre natürlich ziemlich cool. Ja, das waren die Sets, die wir hier freigeschaltet haben. Das wird auch direkt mit den passenden Felgen dann angezeigt. Aber, ich muss aber sagen, so ein Blau-Grün... Das fühle ich gerade so ein bisschen. Dann weiß ich auch schon, was ich unterbombenmäßig machen will. Da hätte ich gerne auch ein Blau-Grün. Ich weiß nicht, warum aktuell wieder automatisch eine Projektion aktiviert worden ist. Aber na gut. So, wir machen das Flickernd hier mal drunter. Das lädt, dankeschön. So, Projektion machen wir. Gibt es da irgendwas Blau-Grünes? Das Money-Ding, ne? Catch me if you can ist eigentlich ziemlich passend für das Auto. Also, es ist ja, wie gesagt, höchstens neue Meta-Fahrzeug. Dementsprechend fittet das ganz gut. Die Ladezeit bei den Menüs werden immer schlimmer auf der PlayStation. Muss man leider sagen, die PS5 ist mittlerweile echt, also bei dem Spiel aufgrund des ganzen Kontexts so langsam, aber sicher so ein bisschen, ich vermute, einem Feuer nah. Aber, Tuning-mäßig, klar, Spoiler-mäßig wäre da noch ein bisschen Luft nach oben gewesen, und auch hier und da so ein bisschen noch, aber im Allgemeinen bin ich schon happy damit. Also, man kann was Schönes draus bauen. Der Regier hat noch ein paar, muss ich sagen, extremere Parts, aber na gut. So, wir gehen mal in die Open World. Guck mal, was geht.
Bevor wir jetzt rausgehen, wollte ich mal ganz kurz hier ein kleines Update zeigen, was sie auch wieder nicht erwähnt haben. Das sind nur so Kleinigkeiten, die man dann immer entdecken muss im Rahmen der App, was ich mal cool finde. Ihr seht nämlich die, sie haben ja mit dem letzten Update geändert, dass die verschiedenen Treffpunkte verschiedene Themen haben. Also, dass das der Treffpunkt zum Beispiel Driften ist, der eine Treffpunkt ist für Dragrennen, dass man eben nicht mehr so überall verteilt die ganzen Rennen hat. Und das war schön, aber man war dann trotzdem immer noch am draufklicken, weil man sich nicht gemerkt hat, wo welcher Treffpunkt ist. Und ja, jetzt haben die verschiedenen, ihr seht, Kategorien, eben wie hier zum Beispiel Drift Pro, hat eben dann eben neues Icon bekommen. Also die Treffpunkte haben Icons bekommen, damit ihr jetzt wisst, was Sache ist, was ich ziemlich, ziemlich gut finde. Chapeau dafür, sehr gute Entscheidung. Das darf gerne immer so sein. Das ist ein großer, großer Pluspunkt, den man da mal ganz kurz streichen wollte. So, wir gucken jetzt mal, mein Bruder, was dieser wunderbare Kollege kann. Ich finde die Drehzahl unten so geil. Oh, Klang ist aber sexy. Wir fahren schon mal 50. Es fühlt sich halt einfach nicht schneller an dem Auto, ne? Das ist halt Wahnsinn. So, wie muss ich denn fahren, um auf die Autobahn zu kommen? Hier. Weil wir wollen ja mal gucken und ich muss dann rechts rumfahren, ne? Jo. Weil ich will auf jeden Fall mal gucken, was Topspeed so geht. Weil, wie gesagt, bei 400 ist eigentlich in Unbound ein Unding. Und vielleicht darf der Evija ein Gegenteil beweisen. Wir schauen mal, was so geht. Auf jeden Fall braucht man nicht über diskutieren, dass die Karre scheiße schnell ist. Es kommt einem nicht so vor, weil die Klangkulisse einem so ein bisschen fehlt. Aber wir fahren 382, 386. Und dann voll in den Minivan rein. Das lag aber eher nicht am Evija, das lag an meinen fehlenden Fahrkünsten, die ich hier einfach mal wieder zur Schau gezerrt. Aber wir sind kurz vor 400 wieder stehen geblieben. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Ich vermute auch, dass er da verstehen bleiben will. Wie gesagt, ich vermute, es ist immer noch eine Entscheidung der Performance wegen. Weil es ist ja mit Mods machbar, aber ich vermute, dass es irgendeinen Grund gibt, dass man vielleicht das Spiel einfach nicht brechen möchte. Er darf auch keine 400 fahren, ne? Na, er wird auch davor abgehalten. Ah! 395 ist auch hier Feierabend. Das ist der das ist auf jeden Fall Endtops. Holy shit, okay. Der Endspeed in Need for Speed Unbound ungemoddet. Ah, Mann! Ja, da freue ich mich dann schon auf den Unite-Bot. Da können wir da mal ein bisschen gucken, was das wirkliche Potenzial von dem Boy ist, weil dann da aber auch seinen Topspeed fahren, den er hat. Wow, ich bin gerade so schnell, dass ich gerade nonstop Sachen schlage und das Spiel. Meine PS5 qualmt schon leicht, habe ich langsam das Gefühl. Aber das Ding beschleunigt wirklich komplett lächerlich, ne? Also er ist wirklich bescheuert schnell. Aber was ich mir sagen lassen habe, dass sein großer Vorteil im Vergleich zum Regera aber nicht der Speed ist, weil da ist der Regera auch immer noch ein absoluter King. Also der ist da immer noch brutal flott. Sondern dass der hier halt einfach ein absolutes Kurvenmonster ist. Weil der Gera hat so ein paar, ich sag mal so ein bisschen schwieriges Handling. Er hat schon Grip, aber er ist, die Wendigkeit ist jetzt eher nicht so sein Main-Metier. Da ist der Gera nicht ganz so zu Hause. Der kommt da gut rum und ist auch ein gutes 4er-Plus-Fahrzeug. Aber ich habe gehört, dass der Kollege hier kurvenmäßig da ganz gut gegenhalten soll. Und so der erste Eindruck ist auch hier schon so. Das geht schon. Geht schon gut ums Eck. Das Ding lenkt schon gar nicht mal so verkehrt. Muss man mal ganz klar sagen. Der hat schon ganz guten Lenkinput. Also, man kommt schon ganz gut rum. Ich weiß nicht, warum ich dieselbe Herausforderung zweimal abgeschlossen habe. Aber das wird das Spiel schon wissen. Ich möchte da nicht reinrätschen. Wenn jetzt nicht ein drittes Mal kommt, ist alles gut. Aber Gripkurven fahren und im Gegenverkehr fahren sind auf jeden Fall zwei Herausforderungen, die ihr mit diesem Fahrzeug abschließen dürft. Den Wagen, wie gesagt, kann man schon auch in einer der Playlists fahren, wenn sie gerade verfügbar ist. Jetzt glaube ich gerade, jetzt wo ich gerade zur Aufnahme bin, ist gerade parallel der 9.9 gerade in der gefeaturten Playlist, wo man ja immer die neuen Fahrzeuge einmal testen kann. Da könnt ihr auch den 9.9 fahren, wenn ihr nicht den Premium Speed Pass habt, nochmal auszutesten, ob ihr darauf Bock habt und sagt, ey, das lohnt sich dafür, Geld auszugeben. Da könnt ihr da gerne mal einen Blick reinwerfen. Aber der erste Eindruck hier von der Kiste, ne, wir haben auf jeden Fall jetzt endlich mal einen Regera-Gegner. Wir haben jetzt endlich mal einen offiziellen Regera-Gegner. Ja, wir haben Bugatti Chiron so drin, aber der Regera ist immer so seine ganz eigene Nemesis gewesen. Und jetzt haben wir halt einen Elektro-Boy mit über 2000 PS. Ja, der da jetzt auch mal mitfischen darf. Ne, das war jetzt nicht alleine ein Fahrzeug nach oben haben. Wie gesagt, seit Payback, das hat jetzt ein paar Teile gedauert, bis wir da mal Konkurrenz bekommen haben. Aber es ist ja wie beim wunderbaren beim wunderbaren alten Porsche, ne, dem alten 911er da, der auch seit 2015 eigentlich die Nemesis für alles, was Kurvenfahrten anging. Und dann durfte der Regera mal mitmischen. Auch wenn natürlich der RSR immer noch in vielen Belangen sehr gut ist. Aber ich freue mich sehr hier drüber. Wie gesagt, der kostenlose Teil, also wenn ihr
die dafür freispielen wollt, ihr könnt am Bauen machen, das Ding freispielen. Dafür müsst ihr keinen Cent bezahlen, außer wie gesagt nur die Speedrunners Edition. Die ist Teil des Premium Speedbus. Die ganz normale Curtain Edition, die es ja auch nochmal als Special Edition gibt, die könnt ihr aber auch ganz normal free freispielen. Finde ich ganz nice. Schönes Fahrzeug auf jeden Fall. Wie gesagt, mich holt es halt nur so bedingt ab, weil ich kein Hypercar-Fan bin und auch die S-Plus-Klasse so ein bisschen ungerne fahre. Und vor allem im Hot-Pursuit-Modus kommt die S-Plus-Klasse ja nicht zum Einsatz, außer bei den Kopffahrzeugen. Weil man natürlich damit haben möchte, dass die Kopffahrzeuge weiterhin stark sind. Weil wenn wir S-Plus-Racer hätten, dann ja, würde der Modus, glaube ich, nicht mehr so bocken. Und bei S-Klasse ist, soweit ich weiß, beim Hot-Pursuit-Modus Feierabend. Das ist die höchste Stufe, die es da gibt für die Racer. Und da kann man den leider nicht runtergraden. Wir können leider keinen Motor einbauen, dass wir den Wagen in eine Klasse drunter packen könnten. Da müssen wir leider drauf verzichten. Aber so viel auf jeden Fall zu diesem wunderbaren kleinen Tuning-Video. Wir haben uns ein bisschen angeguckt, was geht. Ja, Curtain Games hat sich bei beiden Autos auf jeden Fall komplett eigenständig ausleben müssen, weil für 959 und den Evita gibt es auch nicht so viel. Auch im 3D-Rendering-Bereich mit Bodykit dementsprechend. Aber ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen rum da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann. Tschüss, tschüss. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna black on my blessings. They thought I lost a steppin'.